So, Leute, ich komme zurück hier bei Let's Play Mount and Blade Warband Staffel 3, Folge Nummer 197. Und komm hier. Nehmt doch eure Gefangenen. Die brauche ich sowieso nicht. Ich würde mal sagen, wir ziehen einfach direkt weiter. Okay. Ich würde mal sagen, dem helfen wir erstmal. Aber ich weiß, wir haben keinen guten Trupp, aber wir haben viele Leute, die uns unterstützen. Und ich würde sagen, wir unterstützen jetzt erstmal den hier. Oh nein, fuck. Ah doch, den rennen wir jetzt hinterher. Dem rennen wir jetzt hinterher. Vielleicht wird er irgendwann abgefangen von einem. Oh, wir sind schon ziemlich deep in unserem Königreich. Oh, der outplayed uns richtig. Ja, der hat für Ablenkung gesorgt und. Fuck. Na egal, unsere Männer kommen da schon hin. Die machen das schon. Haben wir irgendwas verloren? Nein, perfekt. Beste wäre einfach, wenn der jetzt direkt abhauen würde. Das wäre übelst behindert. Na, komm mal, die haben sich einen geschnappt. Ich finde es aber auch komisch, dass da immer so steht, kämpft oder ergebt euch und sich nie Leute ergeben. Verstehe ich nicht. Ist komisch. So. Jetzt aber erstmal wegrotzen. Keine Gnade, Männer. Wie die sich hier sneaky ihre Burke zurückerobern wollten. Obwohl, die hatten auch einen 135er, glaube ich, dabei. Also, ist okay, was sie gemacht haben. Aber sie kommen halt nicht damit durch, ne? Also. Aber das ist dann nochmal gutes Training für meine Leute. Können wir noch ein bisschen upgraden. Na, irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass die eine Burg dann wieder Belagerungsturm ist, was ziemlich nerven würde. Ja, und wenn wir dann diese zwei Burgen, von denen ich letzte Folge geredet habe, eingenommen haben, werde ich mich wieder darum kümmern, Elite-Trupp zu haben, zu bekommen. Und dann heißt es, wieder belagern, ne? Dann gehen wir weiter in den Norden und machen sie komplett kaputt. Holen uns die Stadt Werschek oder wie auch immer die heißen mag. Dann sind die Nordseite komplett gefickt. Ne, dann haben sie ja nur auch ihre blöde Stadt im Saranidischen Königreich. Oh. Woher kommt ihr denn, Leute? Kämpfen wir gerade gegen den 135er, oder? Ich glaube, wir kämpfen gegen den 35er, aber das waren jetzt schon ein bisschen mehr. Egal. Ja, ich habe mich auch noch einfach verlesen. Das waren beides von der Hunde der Trupps. So. Bumm, Kopf ab. Wie ist denn das Wetter hier im Nordkönigreich? Ja, erstmal ganz ehrlich. An der Küste irgendwie. Irgendwie ist an der Küste nie schönes Wetter. Außer bei der Eroberung von Sargov natürlich. Aber das sah aber auch so geil aus, ne? Falls ihr euch noch daran erinnert, Leute. Dieser eine Moment, wo man aus dem Tor von Sargov geguckt hat. Übrigens muss ich mir Sargov immer noch angucken. Und man draußen so zwei Boote gesehen hat, zwei Schiffe. Das war nice. Wäre halt geil, wenn man mit diesen Schiffen einfach in nächstes Land fahren könnte. Das wäre ziemlich geil. Und dann auch so Angriffe über See machen könnte. Es gibt ja jedes, die Erweiterung. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ne? Mods heißt es da nicht, ne? Nee. Ja, die Erweiterung Viking Conquest, ne? Da gibt es ja, Boote und so. Was, Schlachten auf Wasser. Aber. Ich habe gehört, das soll nicht so gut sein. Aber ich habe vor, das nach dieser Staffel zu spielen. Einfach nur, weil das hier ja mehr oder weniger ein Mount & Blade-Kanal ist. Ich muss mir auch noch dringend überlegen, was ich jetzt noch hier spiele nach Siedler. Weil Siedler 6 habe ich zu dem Zeitpunkt, wo das hier oben ist, schon durch. Und ich habe es sowieso schon durch. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Zwar noch nicht offiziell durch, aber. Inoffiziell. Ist auch ein gutes Let's Play geworden, muss ich sagen. Nicht so wie Siedler 7, es war irgendwie blöd. Weil Siedler 7 war irgendwie das Problem, das ist die Musik, die man da gehört hat, die war jetzt nicht copyright-mäßig, aber es gibt irgendwie bei YouTube so halt so eine Anmerkung zum Video, dass die Musik halt von dem und dem ist. Da steht halt zwar, dass nichts passieren wird.
Aber es gibt so eine Bemerkung, sie sagen so, ja, die Musik ist von dem und dem. Die ist da halt zu hören in dem Video. Und da steht ja, wie schon gesagt, dass man einem selber nichts passieren wird. Man kann auch noch so sagen, ja, ich habe die Rechte dazu, die Musik zu verwenden. Und so, ich habe auch sogar bei Ubisoft nachgefragt in der Mail, also an Support einfach nur, ob ich auch überhaupt die Musik benutzen darf und das Spiel displayen darf. Also eigentlich habe ich ja gar keine Rechte hierfür, ne? Eigentlich darf ich das ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Ich bin ja in gar keinem Netzwerk, verdiene auch gar kein Geld. Und Ubisoft hat halt gesagt, ich dürfte das verwenden. Aber da ich mir halt so unsicher bin, das ist halt so ein Support. Ich habe halt einen Support geschrieben und ich hätte halt die Option auswählen können, dass ich die Musik verwenden darf und dann würde diese Anmerkung halt weggehen. Aber ich habe sicherheitshalber die Videos einfach gelöscht, weil ich halt sehr vorsichtig bin damit, mit Copyright-Sachen und so. Und warum braucht man eigentlich so lange für die Schlacht? Ich bin jetzt vorsichtig bei diesen ganzen Copyright-Gedöns. Oh, gegen zwei. Copyright-Gedöns. Ah, wartet mal. Boom, tot sind sie. Bin halt sehr vorsichtig. Und deswegen mag ich das Projekt Siedler 7 nicht so ganz. Ich glaube, ich habe das sogar nicht mal ganz beendet, oder? Ich glaube nicht. Oh, wir haben so gegen zwei gekämpft, okay. Deswegen. Oh, ich hätte befreite Gefangene mitnehmen können. What the fuck? Das ist schon wieder bei 6 Minuten. Ich glaube, das können wir trotzdem einnehmen. So. Auf geht's, upgraden. Und dann belagern wir den Rance hier. So, Mauern. Ich warte noch mal bis morgen. Oh, ich kann nie sehen, was da steht. Wartet bis morgen, ne? Genau. Weil alle Leute noch ankommen sollen. So, und jetzt führt eure Soldaten zum Angriff. Okay. Eine kleine Burg. Im Nichts. What the fuck? Wirklich im gar nichts. Oh, die schießen alle auf mich. Aber, hey, diese Nordsburgen sind so unsicher, ne? Wie man da einfach so easy auf die Mauern kann. Krass. Und irgendwie bin ich gerade so. Ah, schießt zu hoch, okay. Oh, und jetzt zu niedrig? What the fuck? Geht nicht. Oh, wir führen sogar 1-0. What the fuck, Jungs? What the fuck? What the fuck, Jungs? What the fuck? Ich treffe einfach niemanden. Oh, ich habe einen getroffen. Krass. Ne, mein Freund, du stehst viel zu offen. Du hast Mauern, die dich beschützen. Also mach so einen Fehler nicht, ja. Sieht man wieder, die sind viel zu unausgebildet. Oh, Jungs, kommt mal bitte auf die Mauern drauf. What the fuck? Ich würde nämlich auch gern drauf gehen, ne? Also jetzt nicht sterben, sondern auf die Mauer drauf gehen. What the fuck? So. Auf geht's. Wenig Männer auch von mir dabei sind, ne? Sind übel. Ah, okay, ich habe auch so viel Unterstützung. Und wir sind drauf, wie ich sehe. Wäre schön, wenn jetzt. Oh, alle nachrücken würden. Ach, ich kann ja mal gucken. Jungs, schaut euch das an hier. 78% habe ich die Folge hochgeladen. Die ich gerade nebenbei uploade. Und es sind noch 24 Minuten, ja. 78% sind oben und ich brauche noch 24 Minuten. Alter! Jungs! Oh mein Gott, ich bin gerade richtig impressed. Die Burg ist einfach drauf! Auf dem Berg! Ich habe gedacht, es geht hier nochmal runter. Es gibt nicht mal Mauern. Der Boden ist die Mauer. Oh mein Gott, das gefällt mir gerade richtig gut. Das wird ja immer schöner hier. Also, das Nordkönigreich hat schöne Häuser. Und alles ist richtig schön bei denen. Die haben halt schlechte Mauern. Schieß auch noch, ne? Die haben halt schlechte Mauern, aber es sieht schön aus. Und ihre Burgen und Städte sind wunderschön. Außer die letzte Burg, die war scheiße, aber. Wow, also auf die Idee zu kommen, so auf den Berg zu bauen. Schön. Gefällt mir. Irgendwie. Oh mein Gott, der geht mir gerade ziemlich hart. Ah, oh, das sind zwei. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, das sind gerade ein bisschen zu viele, wenn ich ehrlich bin. Nur cheaten. Hilfe. Gut, ich würde immer noch leben, Jungs. Ich würde immer noch leben. Ich würde immer noch leben. Ich würde immer noch leben.
wird immer noch leben. Alter, wie viele das sind? Okay, die Burg ist dann halt doch übelst schwer einzunehmen. Besonders wegen denen hier einfach, weil hier übelst viele Bogenschützen drauf sind. Die hat nochmal zusätzlich unterstützen. Und die unterstützen halt alle. Aber Jungs, guck doch mal, wie schön es ist. Oh, hier würde ich echt gern leben. Oh mein Gott. Ich würde immer noch leben, by the way. Ich glaube, beim nächsten Hit wäre ich tot erst. Ich kümmere mich mal um das Pack hier. Ich hoffe, meine Männer sterben auch gerade nicht, weil das sieht irgendwie gerade nicht so gut aus. Und dann kommen die Gegner alle so von der Seite und töten mich. Jungs, kommt schon, wir sind doch schon drauf. Oh, Sidestep. Wow. Wir werden hart zurückgedrängt. Ich will jetzt noch nicht unbedingt in den Kampf, weil eigentlich wäre ich ja jetzt schon fast tot, ne? Ich habe mich einfach so hart aus Panik geheilt. Das war eigentlich immer, hätte ich nicht machen sollen, ne? Macht man nicht, aber... Sind das denn auch wieder so... Ah, okay, es sind 200 Männer fast in der Burg eigentlich. Das sind 188 gewesen. Das sind schon... Das sind schon ein paar. Oh, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Gott, wie viele Pfeile die einfach fressen, ne? So ein Pfeil im Rücken ist nicht angenehm. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da eigentlich nicht mehr so richtig laufen könnte, ne? Weil wenn da einem so von hinten richtig was reindrückt in den Körper... Okay, das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh. Der tötet mich jetzt. Ne. Wo ist denn der jetzt? Oh. Boom. Oh, noch einer sogar. Nice. Was? Noch mehr. Was, wie spawnen die denn hier gerade alle? Aber Jungs, guck mal, wie schön das ist. Man ist einfach auf so einem Berg. Ich hätte euch mal von da vorne, wenn Leute kommen, man könnte die alle so schön mit den Burgen wegballern. Also, eigentlich ist die, also wenn man sich das jetzt mal im echten Leben vorstellen würde. Was ist denn der letzte? Wenn man echt Leben vorstellen würde, wäre das hier echt stark. Weil eigentlich würden hier halt noch Mauern sein. Das hat ein bisschen blöd gelöst, aber... Eigentlich kann man von nirgendwo angegriffen werden, weil man hat diese erhöhte Position und einen richtig guten Überblick. Krass, okay Leute. Gut, schnell Leute jetzt mitnehmen. Wege Meisterschütze, boom. Na komm, ich nehme jetzt einfach alles, was geht. Damit wir den Trupp voll haben. Eine Wege Wache, wow. Krass. Okay, Kirit, Leute, will ich jetzt nicht unbedingt. Aber Wege, Leute, nehme ich gerne. Genauso wie übelst gut ausgebildete swadische Leute, oder besser gesagt, Soldaten der Mitte. Ja, komm, die können wir eigentlich auch noch mitnehmen jetzt. Nehmen wir einfach mit, alles was geht. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer herzlichst fürs Zuschauen. Komm hier, ab mit dir. Oh, da hassen mich wieder viele Leute. Irgendwann wird was weg sein. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Vielen, vielen Dank, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Und schaut euch das an. So viel Rot an. Wir haben einfach den gesamten Westen. Den gesamten Westen haben wir fast. Nur noch die Burg, die Stadt und die Burg und die Burg. Dann haben wir eigentlich den gesamten Westen. Hier so eine durchgehende Linie. Okay, Leute. Wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen heute rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, Leute. Ciao.